Heute geht's ab. Heute zeige ich euch etwas Weltveränderndes. Etwas, was eure Welt. Was Cooles. Ich hatte nämlich einen minusgrünen Daumen, wirklich Zerro. Und ich habe es trotzdem geschafft, Avocados wachsen zu lassen. Also kleine Avocado-Bäumchen. Und du schaffst es auch. Ich zeige dir nämlich jetzt wie. Am Ende zeige ich auch noch meine Bäumchen. Ich habe meine Avocado. Meine Avocado habe ich jetzt schon gesnackt. Habe jetzt noch den Kern, den schälen wir jetzt. Das kriegt man zum Glück easy mit den Fingern hin, diese Schälen. So sieht das dann aus. Dann nehmt ihr euch Küchenrolle. Durchtränkt das mit Wasser. Dann wickelt ihr den Kern da rein. Dann macht ihr das in den Gefrierbeutel rein. Und dann legt ihr das irgendwo so hin und wartet. Ich habe hier schon ein paar in the making. Ich gucke jetzt mal nach. Der hier hat schon einen kleinen Keimi. Dann nehmt ihr euch so ein Gefäß mit Wasser und macht das so rein, dass der Keim im Wasser ist. Irgendwann sieht das dann so aus. Und wenn man noch weiter wartet, hat man dann irgendwann sowas. Die kann man jetzt im Glas so weiter wachsen lassen oder einpflanzen, wie man will. Und ich bin sehr stolz.